Herzlich willkommen zu unserem Tutorial Wie programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Reitz und wir hatten letztes Mal uns genau die Platzierung von Elementen auf dem Bildschirm angesehen. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit außer dem Pack und dem Grid. Die werden wir uns später ansehen. Jetzt möchte ich euch erst noch mal ein paar Elemente, ein paar Widgets vorstellen, die man auch benutzen kann. Und das erste, was wir uns ansehen, ist das Entry, ein Feld, in dem man etwas eingeben kann und sich dann das, was eingegeben worden ist, auch holen kann. Und das zeige ich euch in dieser und in der nächsten Folge, diesmal mit der Methode get, aber natürlich auch, wie man ein solches Element erstellt. So, dazu gehen wir wieder in unser Programm hinein. Und das Erste, was wir machen müssen, ist natürlich, dass wir uns ein Feld entwerfen oder ein Feld konstruieren, was eine solche Eingabe ermöglicht. Und dazu gibt es den Befehl Entry, großgeschrieben bitte wieder, und den platzieren wir in dem Hauptfenster. Und wir geben dem Ganzen eine Breite von 20. Das muss man manchmal machen, wenn man die Breite nicht eigenständig platziert oder nicht eigenständig erstellt. Dann kann es sein, dass wenn gar nichts eingegeben worden ist, der auch im Prinzip gar nichts anzeigt. Also das heißt, das Entry-Feld müssen wir in ihrer Weite einmal initialisieren. So, das ist das Erste, was ich machen möchte, und das Nächste ist natürlich dann auch das Ganze zu platzieren. So, jetzt sieht das hier unten schon richtig, richtig durcheinander aus, und ihr seht, wenn man hier tatsächlich ganz viele Elemente definiert, dann kommt man hier in den Tüttel. So, und ich schreibe jetzt mal hier in Widgets platzieren, damit wir hier ein bisschen mehr Ordnung reinbekommen. So, das kann ich hier unten jetzt auch machen, das lasse ich mal sein. So, ich möchte die Eingabe, also unser Feld, auch in das Netz setzen, in den Grid. So, und zwar, das ist noch frei, in die Reihe 1 und die Spalte 0. So. Und das war es im Prinzip schon. Wir schauen uns das Ganze an. Und jetzt habe ich hier unten, im Gegensatz zu den Knöpfen, die ich, na gut, okay, manche Knöpfe tun was, aber nicht allzu viel Sinnvolles. So, die tun nichts. Und hier unten kann ich meinen Cursor reinsetzen. Den seht ihr hier jetzt auch hübsch blinken. Und ich kann schreiben, hallo. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Und ihr seht, jetzt wird das hier weiter gescrollt. Aber wenn ich zurückgehe, dann kann ich immer noch alles sehen. Das heißt, es wird nicht gelöscht. Ich kann also beliebig viel Text eingeben. Und wenn ich Return drücke, macht er gar nichts, weil der ist darauf angelegt, tatsächlich eine Zeile und nichts weiter. Und wenn wir ein Return eingeben, dann müssen wir das manuell abfangen. Das werde ich euch aber in diesem Video nicht zeigen. So, das ist nicht besonders schön, was der uns hier macht. Wir möchten zumindest in irgendeiner Weise eine Reaktion haben. Und tollerweise haben wir hier tatsächlich einen freien Knopf. Und dem geben wir jetzt mal den Namen oder einen Befehl, gebe String. Oder gebe Zeichenkette oder wie auch immer, also gebe String. So. Und das haben wir noch nicht definiert. Wenn wir das nicht machen, dann macht er uns eine Fehlermeldung. Wir müssen also hier oben zu unseren Definitionen gehen. Das machen wir hier unten aus. Auch nochmal ein schönes Hauptfenster initialisieren. So.
Und hier oben müsste ich eigentlich noch so etwas in Kommentarzeile mindestens schreiben, dass ich hier Funktionen übergebe. Gebe String. Es wird kein Parameter übergeben. Und bedenkt bitte, dass wir nicht in einer Klasse drin sind. Das heißt, wir brauchen nicht dieses für Klassen typische Self hier in den Übergabeparametern, sondern wenn wir keinen Parameter übergeben in einer Funktion, bleibt einfach die Klammer leer. So, und jetzt möchte ich den im fünften Label möchte ich den Text ändern. Und ihr erinnert euch noch daran, eckige Klammer auf, dann den Parameter, den ich verändern möchte, aber nicht wie bei der Definition einfach so übergeben, sondern in Anführungsstrichen, eckige Klammer zu. So, jetzt kann ich meinen Text verändern. Jetzt wird dem ein neuer Wert zugewiesen. Und da gebe ich jetzt rein Eingabe gleich Eingabe.get. So, und das Get holt mir aus dem Eingabefeld, aus diesem Entry-Feld, holt das mir den String raus, die Zeichenkette raus und übergibt den. Und das wird dann hier direkt in den Inhalt von dem Text von dem fünften Label übergeben. So, und das müsste mir jetzt eigentlich Folgendes zeigen. So, wir schauen uns das Ganze an. So, ich habe hier noch gar nichts drin stehen. Ich schreibe jetzt mal rein Nadu. Und jetzt ist das der dritte Knopf. Das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert. Ich weiß, das ist unübersichtlich und so, aber zum Ausprobieren ist es doch erstmal wunderbar. So, ich drücke hier drauf. Und ja, jetzt hat er mir hier das fünfte Label hat er mir verändert in Nadu. Und jetzt kann ich das Ganze ganz lang machen. Und ich übergebe das Ganze wieder. Und siehe da, jetzt macht er mir ein ganz langes Label. Das könnte ich natürlich jetzt auch noch verändern und könnte sagen, go, ich baue jetzt noch irgendwie etwas ein, was diesen String kürzt. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte euch hier einfach jetzt erstmal zeigen, wie man sich aus diesem Eingabefeld einen Wert rausholt. Und da gibt es ja dann 10.000 Einsatzmöglichkeiten, was man damit anfangen kann. So, das war es erstmal. Wir haben also das Eingabefeld kennengelernt, Entry, haben die Methode Get dazu kennengelernt, wie man sich also daraus den Inhalt herausholt. So, und im nächsten Video werden wir uns dann ansehen, wie man diesen Inhalt noch weiter manipuliert mit zwei weiteren kleinen Befehlen. So, ich hoffe, euch hat dieses Video etwas gebracht. Dann bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.